Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider First Adventures. Ja, wie ich angekündigt habe, im Bonus-Level von Tomb Raider 3, der da heißt All Hallows. Ja, warum der so heißt und wo wir jetzt hier sind, dazu kommen wir gleich, wenn wir uns jetzt hier mal ein bisschen näher an dem Raum umgucken können. Aber ich habe mich jetzt hier am Anfang des Levels auch schon mal selber ein bisschen umgeguckt. Und ich habe festgestellt, es gibt hier gleich am Anfang was ziemlich Fieses. Was ich, ja, also ich habe was gefunden, wo ich nicht rangekommen bin, und dann habe ich nachgeguckt und festgestellt, es ist tatsächlich ziemlich fies. Also wir kommen jetzt hier halt hier diese Schräge herunter und müssen uns gleich drehen. Deswegen habe ich das jetzt hier auch so gemacht, und nebenbei macht sich in meinem Zimmer irgendwas selbstständig und fällt runter. Okay. Ja, da hinten sieht man es schon so ein bisschen, da ist eine Nische in der Wand. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Wenn wir jetzt hier irgendwie versuchen weiter zu hangeln, passiert irgendwie nichts. Aber ja, wenn wir uns jetzt hier eins weiter runterfallen lassen, muss sie natürlich erstmal die Fackel wegschmeißen. Deswegen kann sie sich nicht festhalten. Spiel, du bist so gemein. Okay, dann machen wir das nochmal, nachdem wir uns hier ein bisschen im Raum umgeguckt haben und ich vielleicht jetzt hier am Anfang schon mal ein bisschen was erzähle, einfach zu dem Level und zu dem Raum. Ja, wir sehen eine merkwürdige Kuppel, und nach dem, gegen was wir gerade eben gekämpft haben in der Antarktis, sieht diese Kuppel, also ich weiß nicht, ich habe so eine etwas merkwürdige Assoziation, wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine riesige Schildlaus oder sowas. Aber es ist tatsächlich eine ganz normale Dachkuppel. Wir sind sehr dankbar dafür, dass es nichts Organisches ist. Und da oben sind wir ein bisschen Gerüste, und ja, also irgendwie ist hier so eine kleine Baustelle, so wie es scheint. Und ja, am Ladebildschirm, den ich vielleicht einblende, ich weiß es noch nicht genau, kommt so ein bisschen drauf an, wie das jetzt hier, wie das wird mit der Blende ganz am Anfang vom Level. Sieht man, dass wir in London wieder sind. Und zwar ist der Level All Hallows eigentlich kein Bonus-Level in dem Sinne, wie jetzt zum Beispiel bei der Erweiterung von Tomb Raider 2. Das mit dem Albtraum in Vegas ein Bonuslevel war, sondern es ist eigentlich ein Level, der es halt einfach nur nicht mehr ins Spiel geschafft hat. Also eigentlich ein offizieller Spiellevel, der aber irgendwie unvollständig geblieben ist und der dann, ja, es wie gesagt nicht mehr ins Spiel geschafft hat, und der sollte halt in der London-Sektion stattfinden. Und ja, und da sind wir jetzt also, und der sollte halt nach Ufer an der Themse, hieß der Level, glaube ich. Also der erste London-Level und der zweite Aldwych, da dazwischen sollte der stattfinden. Und wir haben ja auch im ersten London-Level einen Schlüssel zur Kathedrale gefunden. Das war ein Secret, aber wir haben ihn nirgendwo irgendwie eingesetzt, und der sollte wohl offiziell dazu dienen, halt vielleicht halt hier im Level eingesetzt zu werden, beziehungsweise ja, als Zutritt zu diesem Level, aber wie gesagt, es kam halt nie dazu. Und ja, deswegen ist halt auch so ein bisschen fragwürdig, wo jetzt genau dieser Level spielt. Denn ja, okay, das funktioniert nicht. Gucken wir mal, was wir so Schönes bei uns haben. Nee, wir haben nur. Oh. Das Auge der Isis ist unsichtbar. Das kann was damit zu tun haben, dass wir in der London-Sektion sind, wo wir eigentlich offiziell diesen Gegenstand bekommen sollten. Dass es da vielleicht einen kleinen Bug gibt, was das betrifft. Ja, also dieser Level heißt allerdings eben, also man könnte halt meinen, man ist eben in dieser Kathedrale, die man auch, wo man halt ganz zum Schluss auf dem Dach war von Kai an der Themse. Kai an der Themse hieß ja nicht Ufer der Themse. Und das wäre St. Paul's Cathedral. Ich kann kein Englisch mehr. Ja,
Und so ein bisschen, glaube ich, sieht es hier auch aus in dem Level. Wir lassen uns überraschen. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur am Anfang ein bisschen reingeguckt. Ansonsten irgendwann mal vor Urzeiten Walkthrough-Let's Play dazu gesehen. Also wie auch bei den anderen Tomb Raider 3 Leveln jetzt hier ganz zum Schluss. Aber der Levelname lässt eigentlich vermuten, dass es sich um eine andere Kirche handelt. Es gibt nämlich auch noch zwei Kirchen. Ja, ich glaube, es sind eher Kirchen, es sind keine Kathedralen. Namens All Hallows in London. Das wäre einmal All Hallows. Jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Dabei habe ich es mir gestern erst durchgelesen. Na toll. By the Tower und All Hallows by the Walls oder so ähnlich. Die sehen allerdings halt vom Design her, ja, hier sieht man schon ein bisschen was durchglitschen, okay. Die sehen allerdings vom Design her sehr anders eigentlich aus. Also ich habe mir mal ein paar Fotos angeguckt von beiden, so von innen. Und so eine tolle Kuppel oder sowas gibt es da halt gar nicht. Und ja, ich meine, gut, vielleicht sind wir hier im Turm irgendwo, man weiß es nicht genau. Ja, und ich, Naivling, habe halt immer gedacht, der Level heißt All Hallows, weil er sich halt darauf bezieht, dass man ihn quasi mit allen Geheimnissen freischaltet, also sprich irgendwie alle Heiligtümer sozusagen. Ja, bis mich das Tomb Raider Wiki eines Besseren belehrt hat. Ja, spannend. Ja, also jedenfalls sind wir hier. Das so viel zum offiziellen Spielteil. Storymäßig kommen wir ja eigentlich jetzt aber aus der Antarktis. Wir haben, wie gesagt, ja eigentlich auch alle vier Meteoritensplitter bei uns. Und soll ich euch was verraten? Wir haben auch alle Waffen, so wie wir sie zurückgelassen haben. Ah, ja, ich habe vergessen, die Pickups noch extra einzusammeln zum Schluss, die ich euch extra gezeigt habe. Na gut, wir haben auch noch alles an Waffen, was wir in der Antarktis hatten. Sprich, Lara hat keinen Zwischenstopp irgendwie zu Hause gemacht, um all ihre Waffen und Munition in irgendwelchen gesonderten Schatzkammern und Panzerschränken irgendwie unterzubringen. Oder sie hat sie nicht weggeschmissen oder sonst irgendwas. Sie hat alles erstmal noch brav bei sich behalten und ist gleich hierher nach London geflogen, um zu gucken, wohin dieser Schlüssel führt. Und wir haben den Schlüssel jetzt eben hier eingesetzt an einer Kathedrale. Man weiß nicht so genau an welcher, aber halt, wir sind eben in irgendeiner Kathedrale Schrägstrich Kirche in London, wo dieser Schlüssel eben passt. Und hier gucken wir uns jetzt noch um. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche interessanten Spuren, die was mit dieser ganzen Geschichte zu tun haben. Irgendwas, was wir noch beseitigen müssen, was noch irgendwie übrig ist oder so, so wie bei Atlantis beispielsweise oder wie in Ägypten, wo dann die Überschwemmung da noch irgendwelche neuen Gebiete freigesetzt hat. Ja, so in der Art können wir uns das jetzt hier so storymäßig vorstellen. Und dann fangen wir jetzt den Level nochmal neu an, würde ich sagen, damit wir an unsere Nische da hinten rankommen. Ja, Vorführeffekt mit dieser Fackelgeschichte. So. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Und dann denke ich mir halt so, wie zum Teufel soll man mal wieder darauf kommen? Das ist so typisch Tomb Raider 3. Also es ist. Ich meine, sie hangelt quasi in der Wand. Wie soll das gehen? Selbst Tomb Raider 1 war da nicht so fies. Ja, allerdings hat dieser Level keine Secrets. Vielleicht wäre das hier eins gewesen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es dazu gedacht war. Ein Kristall und ein paar Fackeln. Naja, jetzt nicht unbedingt was, was wir brauchen, aber wir holen es uns natürlich trotzdem.
Insbesondere der Kristall ist für uns gerade im Moment wirklich reichlich überflüssig. Aber Lara seufzt erleichtert auf. Ja, noch eine kleine Warnung. Ihr werdet vielleicht in dieser Aufnahme meine Tastatur hören. Das liegt daran, dass ich gerade im Moment einfach wirklich die Nase voll habe von dieser anderen kabellosen Tastatur. Also die ich jetzt hier habe, ist natürlich auch kabellos, aber diese andere Tastatur, die ich sonst immer benutze, wo ich dann immer zwischendurch stöhne, dass ja jetzt die Batterie wieder leer ist und so, die funktioniert irgendwie gar nicht mehr zuverlässig. Also ich dachte jetzt halt wieder während der Testaufnahme, die Batterien sind leer, aber habe da neue eingesetzt, aber es hat nicht wirklich viel gebracht. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, erspare ich mir jetzt den Ärger, vielleicht hat sie noch mal ein paar bessere Zeiten, wo sie ein bisschen mehr möchte. Also ich spiele halt auch schon wirklich direkt neben dem Computer. Also ich habe halt mein gesamtes Set hier direkt neben den Computer geschoben. Normalerweise habe ich ein bisschen mehr Abstand. Das schaffen meine andere Funkmaus und Tastatur super, aber ja. Na gut. Also ich glaube, einmal rumgelaufen bin ich vorhin schon. Machen wir es nochmal mit vollem Bewusstsein und voller Absicht. So, gucken wir uns hier nochmal um. Okay, hier ist nichts. Und da ich selbst hier schon bei Tageslicht von draußen fast nichts sehe in diesem Raum, und es wirklich total dunkel ist, habe ich mir eigentlich vorgenommen, hier jetzt auch öfter Fackeln anzumachen. Wir haben gerade welche gefunden. Und wir haben auch noch sehr viele übrig. Und das lohnt sich. Muss sich lohnen. Ja, auch meine Stimme klingt heute vielleicht ein bisschen anders, weil irgendwie, weiß nicht, vielleicht bahnt sich mal wieder eine Erkältung an und fail. Und ich habe mir gedacht, bevor die Erkältung jetzt wirklich kommt und ich dann wieder gar nicht mehr reden kann für 3 Wochen, mache ich jetzt lieber die Aufnahme. Und dann habe ich wenigstens ein bisschen was vorrätig. Nicht, dass es momentan mit den 3 Wochen so einen großen Unterschied machen würde. Ihr merkt, es geht schon wieder etwas langsamer vorwärts mit Aufnehmen und auch mit Kommentare beantworten. Gut, da gibt es keine große Änderung im Vergleich zu früher, leider. Wir sollten mal zwischendurch speichern. Ja, es ist einfach gerade im Moment, ich habe zwar jetzt nicht mehr diese eine große Aufgabe vor mir, aber es ist immer noch irgendwie, es gibt so viel Kleinkram und es ärgert mich, dass ich während der Woche beispielsweise überhaupt nicht zum Aufnehmen komme, das war mir so klar. Dann halt mit Anlauf, gut, dass ich gespeichert habe. Hier sowieso mit Anlauf. Und hier jetzt auch mit Anlauf. Na gut, okay. Ja, wir erkennen schon so ein bisschen, da wollen wir vielleicht hin in die Mitte. Da ist eine Plattform, wo wir durchfallen können. Und da müssen wir irgendwie von dort aus, direkt können wir nicht runterspringen. Von dort aus könnten wir runterspringen. Und da müssen wir uns da oben irgendwie langhangeln an diesem Gerüst. Die Fackel bringt wirklich so gut wie gar nichts. Ja, für den großen Raum sowieso nicht, aber ja. Aber bevor wir das tun, gibt es halt jetzt hier auch noch so ein paar andere kleine Nischen. Da oben sehen wir schon so ein bisschen was. Und da sehen wir ein bisschen was. Oder auch nicht, weil es zu dunkel ist. Aber da ist was, das könnt ihr mir glauben. So. Ja, und hier habe ich halt, von hier aus habe ich halt total viel und oft versucht, in diese Nische ranzukommen und es ging einfach nicht. Ja, und auch hier können wir uns langhangeln. Und wir können auch hier erstmal oben gucken, wo wir da hinkommen.
Also wir sind jetzt hier einmal rum. Das heißt, da oben ist jetzt noch was. Direkt über unseren Köpfen ist was. Eventuell müssen wir mal gucken. Und in unserem Rücken ist noch was. So, ich glaube, da oben ist wirklich was. Kommen wir da ran? Ja. Ah, Uzi-Munition. Wir haben endlich wieder Uzi-Munition. Sehr schön. Nee, man sieht es einfach nicht. Okay. Ist da noch irgendwie was drin? Nee. Geradezu ist auch nicht wirklich was. Es ist wirklich viel zu dunkel in diesem Raum. Also ich sehe ja jetzt wenigstens einigermaßen was, weil ich jetzt die Aufnahme am Abend mache, wo wir nicht die Sonne irgendwie ins Zimmer scheint. Gerade im Moment scheint sie sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Kannst du dich jetzt wegen der Fackel wieder nicht festhalten? Doch, sehr schön. Aber ihr seht wahrscheinlich nicht besonders viel ohne die Fackel und... Oh Gott. Deswegen mag ich Tomb Raider 3 auch nicht. Diese Alert-Musik ist voll furchtbar. Ein kleines Medipack. Oh, geht's da noch irgendwo hin? Ah, ein weiterer Kristall. Den könnten wir höchstens nutzen, um unseren Herzkasper zu beruhigen, den die Fledermäuse bzw. die Musik ausgelöst haben. Dankeschön. Was ist jetzt hier die Absicht des Spiels, wie ich jetzt hier wieder rauskomme? Gibt es hier noch eine versteckte Nische auf halbem Weg? Nö. Ja, hat sich voll gelohnt. Also mehr Lebensenergie verloren als dazugewonnen. Na gut. Ja, und dummerweise müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen, was unsere Sprungreihe hier betrifft. Und ich bin bestimmt den falschen Weg rumgelaufen. Ja, wohl, nimmt sich nicht so viel. Und ich vergesse wieder die Fackel. Na toll. Aber eigentlich kennt ihr das ja jetzt hier schon ein bisschen. Aber ab hier wird es jetzt wieder spannend. Klettern weiter hoch hinaus. Und es gibt mal wieder Fackeln. Nette Perspektive. Ja, und von hier aus geht's jetzt auch weiter. Glaube ich zumindest. Ich glaube, von hier aus können wir da nämlich drauf springen, auf diese eine Schräge. Denn das Geländer hindert uns ja sehr sorgsam daran, irgendwie von irgendwelchen anderen Seiten da drauf zu kommen.